Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video, ihr Lieben. Wie wahrscheinlich viele wissen, ist das Zitat von Contra K. Ist mir eben so eingefallen, fand ich ganz passend für das heutige Video. Es gab eine ganze Zeit lang kein Video. Anderthalb Wochen, glaube ich, oder fast zwei, keine Ahnung. Aus gegebenem Anlass, denn die Woche war viel zu tun. Aber wie ihr euch denken könnt, geht es heute um meinen Wettkampf, der gestern war. In Ankum, beim SV Quitt Ankum. Und zuallererst das Wichtigste vorab, den Ausrichtern sage ich recht herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, es hat ein paar Verzögerungen gestern gegeben und Fliege. Und ja, es war spät, aber trotzdem war es ein voller Erfolg, war ein geiler Tag. Es gab Musik, es gab gute Stimmung, es wurden Fotos gemacht und so etwas auf die Beine zu stellen mit einer ganzen Menge Liftern und vielen Dingen, an die man denken muss, ist, glaube ich, ein Mega-Akt, ein Mega-Aufwand. Und deswegen, egal, ob es jetzt länger gedauert hat als erwartet oder nicht und später wurde als erwartet oder nicht, besten Dank. Wirklich vielen, vielen Dank. Grüße gehen raus an alle, die damit beteiligt waren, an alle Offiziellen, an alle Kampfrichter, an alle Spotter, an alle Stecker, an alle Menschen, die vor Ort für Verpflegung gesorgt haben. Wirklich an alle und natürlich auch an alle Zuschauer. Das ist mir kurz mal wichtig gewesen. Und in dem Zusammenhang natürlich auch gleiche Grüße nach Aachen. Da läuft die LM gerade noch. Da war ich jetzt persönlich nicht, logischerweise. Aber da geht es auch richtig ab. Da kann man den Livestream verfolgen. In dem Zusammenhang auch besten Dank an Dedicated Sports, was ihr da möglich macht. Sorry, bei mir läuft gerade ihre Livestream nebenan. Wobei ist gerade Pause. Mega, mega geil. Also, ich bin ja noch wirklich nicht lange in diesem Powerlifting-Game, seit Ende 2017, also anderthalb Jahre ungefähr. Und trotzdem merkt man halt, dass es wächst, dass es größer, besser wird. Dass Menschen da Bock drauf haben, dass die Veranstaltungen geil werden. Und das ist einfach mega genial. Das macht einfach mega Spaß. Und ich glaube, dieses Wochenende war ein richtig gutes Wochenende für den Sport. Auf jeden Fall das als erstes. Dann zu meinem Wettkampf. So gesehen kann man. Ich sehe gerade, das Stativ steht schief. Naja. So gesehen kann man sagen, ich bin Fünfter einer Landesmeisterschaft geworden. Klingt erstmal nicht schlecht. Es gab auch nur fünf in meiner Gewichtsklasse. ja, trotz alledem, es war ein voller Erfolg für mich. 9 von 9 gültige Lifts, 12,5 Kilo aufs Total draufgepackt, 460 Kilo Total bei 99,7 Kilo Körpergewicht. Also ziemlich genau gleiches Körpergewicht wie beim Bembel im Dezember. Wobei ich da mit ein bisschen Klamotten, glaube ich, auf der Waage stand. Also da war ich faktisch noch ein kleines bisschen leichter. Aber ist egal. Es war alles in allem geiler Erfolg. So, ich werde ja gecoacht, in Anführungszeichen. Also ich habe eine individuelle Trainingsplanung von Pascal. Und da hatten wir uns vor 4 Wochen dann auf ein Peaking geeinigt, wie wir es angehen. Das konnte ich so zu 70, 80% durchziehen, weil ja dann das mit meiner Rippe dazwischen kam. Aber trotzdem hat alles funktioniert. Und gestern vor Ort hat Sascha und oder haben Sascha und René mich betreut. In Abstimmung mit Matthias aus dem Elbgym, mit dem ich ja zusammen trainiere, der mich so vom Training her, ich sag mal, mit am meisten kennt. Und dann haben die drei sich immer abgestimmt, was meine Versuche betrifft. Für alle Lifts galt, ich kannte nur die Opener. So, ich habe zu Sascha gesagt, ich will nicht wissen, was du an Versuchen auswählst. Du weißt ungefähr, wo ich hin will. Das sind meine Opener und dann mach einfach. So in etwa hatten wir das beim Bembel auch. Und gestern noch ein bisschen krasser umgesetzt und es hat sich für mich völlig ausgezahlt. Also es war genau die richtige Entscheidung. Wir kommen mal zu den Lifts. Wir sind in der Beuge gestartet mit 132,5 und das ist 7,5 Kilo über dem Erstversuch beim Bembel gewesen. Ich fasse einmal kurz die Lifts zusammen, zeige dann die drei Versuche und dann zum nächsten Lift. Dann hat, was war denn der zweite, glaube ich? Ich glaube, der zweite waren 140. Ich weiß es gar nicht genau. Müsste ich nochmal fragen. Ich glaube, der zweite waren dann 140. Und der dritte war dann 147,5. Habe ich noch nie gebeugt. Bembel PR war 140. Und René hat mich dann ein bisschen am Riechsalz schnuppern lassen. Und ich war nach der ersten Beuge schon so, dass ich gesagt hab, okay, jetzt heißt es Spaß haben. So. Jetzt bin ich im Game, jetzt bin ich im Wettkampf drin.
Und jetzt habe ich nur noch Spaß. Und Matthias meinte auch so, ich bin auf jeden Fall an dem Tag der am bestgelaunteste Lifter gewesen. Ich habe dann wirklich bei jedem Lift einfach nur noch gegrinst und mich gefreut, das machen zu dürfen. Und es war einfach geil. Und die 147,5 im dritten waren ein richtiger Grind. Ja, seht ihr gleich. Und aber es war genau die richtige Versuchsauswahl. Ich habe gesagt, an einem 110% perfekten Tag hätte ich gerne die 150 gehabt. Gestern hätte ich sie wahrscheinlich nicht gepackt, glaube ich. Weiß ich nicht. Ist auch egal, weil es war genau der richtige Versuch und ein richtiger Grind und ach, herrlich. Seht ihr jetzt. Daniel. Beuge, mega nice, macht mega Spaß. Da habe ich auch noch das größte Potenzial, da muss ich noch definitiv aufholen. Es ist schon besser geworden, also die Diskrepanz zwischen Beuge und Deadlift war mal größer als sie aktuell ist. Also ich hole in der Beuge auf, ja, muss aber auch. Ja, dann die Bench, 97,5 gestartet, das waren nur 2,5 über dem Bembel-Erstversuch. Ich glaube, dann haben wir 2,5 Kilo Schritte gemacht: 102,5 und 107,5. Nach dem zweiten Bench-Versuch hatte ich so ein mieses Zwicken im unteren Rücken. Ich wusste nicht, woher es kam, weil Brücke habe ich ja de facto nicht. Und Leg Drive auch nicht. Aber es war trotzdem gut. Und ich hätte gerne die 110 gehabt. Wusste Sascha auch, aber er hat genau die richtige Entscheidung getroffen und gesagt, nein, die 9 von 9 sind uns wichtiger. Und so haben wir sie dann auch geholt in der Bench, alle drei Versuche gültig bekommen. War ein guter Versuch. War auch mit Kampf, aber war genau richtig so. Und ja, dazu gibt es eigentlich gar nicht mal so viel zu sagen. Ich zeige euch einfach mal kurz die drei Clips. Los geht's, Daniel! Schieb
Genau. Und dann der Deadlift. Das, worum es eigentlich geht. Ja, Bembel waren ja 175, 190, 200. Und gestern habe ich dann mit 180 gestartet. Bembel war ja wirklich die Definition von Hochkrüppeln, Shrimp-Technik von allem im dritten Versuch. Und gestern liefen sie eigentlich echt richtig geil. Ich habe mich schon, es war echt super spät, es war dann irgendwann, glaube ich, so 11 oder so. Und ich war schon echt ein bisschen angeschlagen, ein bisschen müde. Ich habe mich vom ersten halt so gut wie gar nicht gehypt. Vom zweiten habe ich dann eine leichte Nase Riechsalz genommen und vom dritten dann eine richtig tiefe Nase. Es gab dann 180, 195, 205. Und die 205 waren wirklich so viel stabiler als die 200 auf dem Bembel. Auch wenn es nur eine 5 Kilo Steigerung ist in einem halben Jahr, ist mir scheißegal. Es ist eine Steigerung. Ich feiere es mega. Ich habe einen 460er Total jetzt und die Stimmung war auch einfach geil, trotz dessen, dass wenig Leute da waren. Hat sich einfach mega gut angefühlt. Das war mega, mega gut. Ich bin super happy. Man hört es meiner Stimme. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich habe natürlich auch vorher mitgehypt. Ich habe währenddessen Leute mit angefeuert. Ich habe selbst mich ein bisschen angefeuert und gehypt. Ich fühle mich auch nicht völlig tot. Ich bin ein bisschen erschöpft, ein bisschen fatigued, bisschen Rücken zu, Muskelkater, was auch immer, keine Ahnung. Aber es ist völlig im Rahmen. Ich war heute Morgen schon 5 Kilometer spazieren. Fühlt sich alles gut an. Und ich habe ja vorhin bei Instagram geschrieben. Achso, ihr seht die Deadlifts jetzt erstmal. Versuche von diesem Wettkampf. Wie gesagt, mega happy, mega gut. 9 von 9, zweiter Wettkampf, voller Erfolg. Sehr geil. Eine Sache noch kurz. Ich habe ja vorhin bei Instagram geschrieben, da habe ich ja das Video von meiner Beuge gepostet und gesagt, ich freue mich über 147,5 wie andere über deutsche Rekorde. Ich meinte damit niemanden speziellen. Ich habe mich eher so ein bisschen selbst auf die Schippe genommen, weil ich weiß, dass ich im Powerlifting-Kontext halt mega schwach bin und das ist mir auch bewusst und das ist auch okay, aber das ist mir völlig egal. So, natürlich würde ich gerne auch 200, 250, was weiß ich, was beugen. Natürlich, klar. Und eines Tages werde ich auch die 200 beugen, das weiß ich. Aber mir geht es einfach darum, mich bei diesen Wettkämpfen jedes Mal einfach selber zu schlagen. So, und besser zu werden. Und vor allem geht es mir auch um diese Connection, diese Community, sich mit den Leuten auszutauschen, Leute anzufeuern, gemeinsam den gleichen Sport zu betreiben. Und es ist, wir haben gestern auf der Rückfahrt im Auto gesagt, so, es ist genau die perfekte Kombination aus irgendwie einem Team-Event und doch einem Einzelsport, weil man selbst für seine Leistung irgendwie verantwortlich ist, aber trotzdem irgendwie doch gemeinsame Sache macht. Und das feiere ich einfach in diesem Sport. Und der Sport hat mir jetzt in diesen 1,5 Jahren echt viel gegeben. Ich möchte irgendwie was, viel zurückgeben. Und keine Ahnung, ich könnte jetzt noch ewig viel erzählen, aber das Video ist, glaube ich, schon eine ganze Weile jetzt lang. Eine Sache doch noch zum Schluss, zum Thema Max Out Boys. Das ist auch so absurd, also nicht absurd, sondern einfach nur geil. Ich glaube, da sind gestern bestimmt 10, 15 Leute mit unseren Shirts rumgerannt. Oder mit euren Shirts, mit ihren Shirts, wie auch immer. Es ist so geil, wirklich. Ich war ja erst um 13:30 Uhr ungefähr da und eine ganze Truppe war schon vorher da. Und dann kam ich so rein und dann saßen da wirklich schon so 6, 7 Leute mit den Max Out Boys Skulls auf dem Rücken. Einige sind auch in den Shirts angetreten. Das ist so geil einfach. Das freut uns so und das macht so viel aus, weil man weiß, dass alle
eine gemeinsame Mission haben, alle wollen gemeinsam diesen Sport voranbringen, alle wollen, dass alle geile Lifts haben, eine geile Veranstaltung haben, geile Stimmung haben. Und das macht einfach mega viel Spaß. Ich bin super, super dankbar für alles, was ich, seitdem ich dieses Powerlifting mache, erleben, erfahren durfte. Und ich will das noch ganz, 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 ganz groß machen und ganz, 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 ganz lange machen. Wenn du bis hier geschaut hast, sag mir einfach mal, was du über Powerlifting denkst, was du zu meinem Lift sagst, was du zu den Max Boys sagst. Mir ist scheißegal, schreib einfach unten was rein. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.